Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Kirby's Fun Pack Together. Und wer ist heute mein Partner? Ja, du hast mich dabei, Mick91. Yeah, genau. Und wir spielen diesmal Make Away Wishes und Mick kennt sich hier aus, hat er gesagt. Er weiß, wo jede Fertigkeit ist, mal eine Ausnahme zu den anderen, die dabei waren, die das Spiel zum Beispiel noch nie gespielt haben. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht genau, wo jede Fertigkeit ist, aber wenn ich sehe, dann weiß ich's wieder. Ja, ich kenne auch ein paar und die Fertigkeit, die kannte ich früher nie. Ich meine, wer hat die da versteckt? An einem Planeten, den man gar nicht erkennen kann. Ja. Ist vielleicht für die meistens auch neu. Also, keine Ahnung, wer das versteckt hat. Und hier kommen... Ja, man sieht schon, welche Fertigkeit man hier kriegen könnte. Ganz eventuell. Und zwar man Melone. Man kann es erraten, wenn man ganz gut ist. Ganz leicht. An den... vielfältigen Gegnern, die hier kommen. Und die Crashbombe kann man auch hier aufsaugen. Und dann kann man rummachen. So, dann will ich mal versuchen, hier schnell durchzukommen. Dieses schöne Schattengebiet, das aus Donkey Kong Returns sein könnte. Na, wenn dann umgekehrt. Wie? Ja, das, was aus Donkey Kong Returns ist, ist daraus gemacht. Ja. Oder so. Ich meine, aber da gibt es auch so Levels. Ja. Und jetzt können wir schon mal die Copy-Fähigkeit, die ist hier bestimmt auch ganz sinnhaft. Weil dann ist das so, als würdest du die Gegner einfach aufsaugen können. Ja. Weil so habe ich diesen Modus noch nie durchgespielt, weil ich diese Waffe natürlich nie gefunden habe. Weil ich nie nachgeguckt habe im Internet. Und ja, ich will mir, glaube ich, erstmal einen Partner machen, damit du auch mal mitspielen kannst. Hightech. Ja. Und... ja. So, hier haben wir so ein Vier-Jahreszeiten-Gebiet, wo Bäume sind, die in unterschiedlichen Jahreszeiten wechseln. Ja, ich glaube, ist hier jetzt schon in dieser Jahreszeit? Nee, dann... in der nächsten, ja. Ah, nee, im Winter. Winter war hier und im Herbst war in einem Baum, da konntest du Cutter holen. Und hier gibt's einen Schneemann. So. Ach, die hättest du ja nehmen können. Die Laser-Imba-Waffe. Wow. Ich habe gerade ein ganz mieses... Bist du noch da? Ja. Ich habe gerade ein ganz mieses Störgeräusch gehabt. Ey, warum sauge ich eigentlich dir die ganzen Fähigkeiten weg? Ist ja Wayne. So, dann behalt du erstmal den meinetwegen. Kannst ja irgendeine... Ja, oder so. Ich wähl's einfach selber aus. Deswegen ist das auch mit einer meiner Lieblingsstories, weil man hier einfach Fähigkeiten auswählen kann, die man will. Ja. Dann kann ich ganz halt mit meiner schönen Schwertfähigkeit spielen. Ich liebe die. Ah, du spielst auch so gern mit Schwert. Ja, aber nur, weil man auf Boss-Gegnern einfach so rumspringen kann mit der Schwertschlag an der... Wo wollten wir jetzt hin? Herbst, oder? Ich glaube, Herbst geht's weiter. Guck lieber. Ja, dann nehmen wir Tech. Ja, weil ich will mir jetzt diesen Laser, das Laserding holen. Oder man könnte auch ganz einfach mit dem Hammer, den Hammer ganz einfach wegwerfen. Echt? Ich will. Der Laser? Der war schlau. Ja, egal. Da, noch Laser. Nee. Jetzt hast du's getötet. Oh mein Gott, ich... Nein! Hier müssen wir gleich im Winter. Ja. Halt, man kommt auch mit Schnee ran, mit Eisfähigkeit. Wenn man schräg springt? Ja, wenn du so diese Drehattacke im Sprung machst. Ja, du kannst aber auch ran, glaube ich. Au. Nein. Jetzt kannst du gerade nicht wechseln, oder? Ah, die hier, dann lasse ich dich am Leben. Das war knapp. Yay. Hey, Kämpfer. Kämpfer ist cool. Weil der Fight besser ist. Kämpfer ist cool. Tja. Aber mit Hammer kann man hier dann auch richtig weghauen in dem Modus. Ja. Weil einfach gerade die Hammer wegwerfen kannst. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist richtig. Macht nice. Einfach massig Damage. Hoah.
Kombo. Ich glaube, ich sollte mich mal näher an den Bildschirm dran sitzen. Ich habe nur so einen ganz minimalen kleinen Bildschirm und sitze gerade so ungefähr 3 Meter davon weg. Hier müssen wir einfach weiter, oder? Nee, ich glaube nicht. Obwohl doch. Von der anderen Seite ist es, glaube ich. Durch die Tür, da ist dann Boomerang drin. In dem Baum, ja. Wenn das in dem war. Ich meine. Ich glaube schon. Im Herbst war das. Wir kennen es doch beide ganz gut aus. Das ist ja lustig. Ja. Oh, Sommer, meinetwegen auch. Ja, meinetwegen. Nehmen wir. Kannst du dir die eigentlich einsammeln? Nee, ich glaube nicht. Doch. Doch, kann ich. Das lag wahrscheinlich nur eben daran, dass ich gestorben bin. Ja. Muss ich wahrscheinlich machen? Warte, warum drücke ich Start? Ja, jedenfalls in dem, dann zeige ich den gleich mal. Hier kann man auch die Fähigkeiten aussuchen, wenn man das langsam machen will. Aber warum sollte man? Ach, verdammt, jetzt wollte ich mir jetzt auch mal irgendwie eine andere Fähigkeit holen. Wenn ich diese schon mal habe. Ich weiß, was ich mir gleich hole. Nicht das Plasma-Ding. So, gib mir deine Fähigkeit. So, und jetzt Imber. Lass mal kurz ein bisschen nach links gehen und wieder nach rechts. Hier ist eine Fähigkeit, die ich... Und die springen in jeden Reifen? Gegner rein. Willst du Reifen wollen? Ja. Ah, Reifen ist cool als Partner, ja. Mach mal schön auf Teamarbeit. Och, so, jetzt renne ich einfach in das Viech rein. Oder so. Jetzt haben wir Willi. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es gibt einen japanischen Speedrunner, der heißt Fazox, und wenn der die Laserfähigkeit hat, der springt einmal hoch und lädt in der Zeit zweimal so einen voll aufgeladenen Schuss aus. What? Das ist ziemlich krank. Na, dafür will ich aber den nicht haben. Das ist auch das Coole hier dran, wenn man das nicht weiß, dass man das mit X machen kann, weil bei Bossgegnern kann man nicht Start drücken. Naja, und dann hält auch der Bildschirm an, oder wie? Ja, da hält dann einfach. Ja, der ist schon weg. Laser ist Imber. Ja. Oder Plasma, oder wie auch immer. Wayne. Kirby Dance. Juhu. Ach nee, kommt der gar nicht hin? Doch, doch. Doch, der kommt. Hey. Und ich springe einfach nur drum rum. Brüll. So, wir gehen einfach mal den Weg lang. Man könnte das komplett durcheinander machen. Ja, ich bin aber auch immer den Weg gegangen. Boah. Ich meine, warum sollte man nicht? So, sind wir im Wasser? Hier gibt es, glaube ich, auch ein paar Fähigkeiten. Die weiß ich eigentlich noch, die meisten. Ja, die meisten weiß ich eigentlich auch. Mir hat, glaube ich, immer so 2 gefehlt. Das war einmal dieser Tuck oder Copy oder wie auch immer. Mhm. Und noch irgendeine wahrscheinlich. Weiß gar nicht welche. Ich kann mir sogar vorstellen, welche. Oh. Ja, komm. Ich kann ja auch nicht was anwerfen. Kann ich nicht abwerfen. Ja, das ist besser, als wenn ich sterben würde. Ja, das stimmt schon. Ja, jetzt sterbe ich auch. Oh Gott. Was? Na, der war... Strömung. Das war... Ist das Strömung? Ja, da ist Strömung bei den Löchern. Das kann gut sein. Die zieht dich nach unten. Ja, dann mache ich dich mal kurz. Welche willst du haben? Och, mach einfach die erste, die du kriegst. Ich will dann selber. Ja, Cut hat er sowieso noch gar nicht. Hat mir eigentlich irgendeine Fähigkeit noch gar nicht so wirklich gezeigt im Let's Play? Nicht doch Eis, haben wir noch nicht so oft gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass das die Ninja-Fähigkeit war, die du nicht hattest, weil die ist auch etwas tricky versteckt. Die ist, ich weiß gar nicht, ich muss mir mal gucken. Wenn die ist in der Sternenwelt versteckt. War hier oben noch was? Nee. Das weiß ich erst, wenn ich sehe. Vielleicht hatte ich auch alle irgendwie mal, aber halt nicht bei einem Durchspiel. Ja. Ah, stopp! Mit welchen Fähigkeiten kann ich eigentlich unter Wasser? Mit welchen Fähigkeiten kann ich eigentlich unter Wasser alles angreifen? Mit Hammer, Schwert? Hammer, Schwert und Eis geht noch was? Nein. Dann mache ich nur Hadokens. Hier war, glaube ich, später eine Tür, wenn man. Ah ne, die war rechts hier drauf. Und unten ist so ein. Ah ne, da drauf, wo der Boomer. Ne, doch nicht. Kaputt machen? Ja, mach's kaputt. Ah ja, ja. Jetzt wusste ich nur nicht genau, wo es war. Oh ja! Regenschirm ist cool. Boah. Ich glaube, die ist sogar für Speedrun gut. Relativ. Ah ja, und diese japanische Speedrunner. Haben wir irgendeine Fähigkeit für Feuer? Nee, da ist auch keine Fähigkeit oben drin. Nicht? Okay. Nee. Da ist dann Leben und sowas.
Jedenfalls dieser japanische Speedrunner, der macht gleich das erste, was er macht, der geht gleich als erstes in Dynablade rein und saugt da sofort zwei Gegner gleichzeitig auf und holt sich damit die Jet-Fähigkeit. Das schafft er eigentlich jedes Mal. Das ist voll krank. Jawohl. Oder Reifen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er holt sich Jet. Jet ist geil. Ja. Jet habe ich mir immer da bei diesem Gourmet Race geholt. Ja, vor allem, weil der Speedrunner ist, da braucht er halt Jet. Na gut. Der hat eigentlich fast die ganze Zeit Jet. Oder Laser. Und das war es eigentlich auch, was er hat. Ah, so langsam komme ich wieder rein. Ja. Aber die Maxi-Tomate kann ich gebrauchen. Bams! Und sogar den da oben mitgerobbt. So. Ja, bei Regenschirm behalte ich erstmal. Hui! Aber mit Regenschirm kann ich auch unter Wasser angreifen. Cool. Das ist eh das Geilste hier. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder so, aber auf jeden Fall kann ich mit Boomerang das Wasser angreifen. Warte. Wasser angreifen? Ich meine, man konnte hier gegen das Wasser so schlagen. Ah, nee, geht doch nicht. Irgendwo ging das aber. Dann konnte man so gegen das Wasser schlagen, sodass man dann halt diese Kombi gemacht hat. Okay. So, will ich mal ganz schnell nach oben. Uäh. So. So, hier gibt's Schwert. Ach, dieser Raum. Müssen wir die besiegen oder ganz unten ist einfach eine Tür oder wo? Unten ist eine Tür. Schwert gefehlt? Ich glaube, das ist der normale Weg. Das ist, glaube ich, oder was? Ah ja, und unten im Wasser hier unten, ne? Ja. Da war ich mir immer unsicher. Nee, das ist, glaube ich, der normale Weg. Dreck! Ja. Ja, wir gehen nochmal rein später. Oben? Und hier gibt's Beam. Oben? Ich weiß noch nicht mehr wo. Ne, oben nicht. Ich glaube oben nicht, aber irgendwo hier gibt's Beam. Ich glaube, war nicht so schwer zu finden. Aber wir müssen sowieso nochmal rein. Ne? Man kann es, glaube ich, auch sehen. Da ist es doch. Ja, war nicht so schwer zu finden. Weil du hättest holen können, ich hätte unten weitergehen. Ja, Beam mag ich nicht so. Ich mag's eigentlich auch nicht. Deswegen wechsle ich auch, was nehme ich denn mal? Hm, hm, na komm, ich nehme ja auch schon. Ja, Schwert verpasst. Aber ich war mir da echt immer unsicher, welcher der richtige Weg ist. Das werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Ja, das kenne ich. So. Ich glaub, hier ist ja der Wal. Gleich. Ja. Ah ja, die Bosse werden wiederholen sich aus den anderen Stories. Vorhin waren zweimal die Bäume aus Revenge of Meta Knight. Wo ich in den Videotitel am Anfang so schön verschrieben habe. Wo ich Revenge auf Meta Knight geschrieben habe. Keine Ahnung warum. So, ich weiß schon mal, was ich hier haben will. Und das war schon eins zu weit. Willst du Stein? Ja. Ach, Stein ist bei dem Wal einfach imbar. Oder Schwert, aber Schwert haben wir noch nicht. Ich hätte bisher noch nie eine von den ganz seltenen Steinskulpturen gehabt im Let's Play jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, welche das sind. Also das Mende-Kicken hatte ich schon, aber... Ah, oh, da hast du verfehlt.